Guten Abend, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am 20. Juli. Wochenauftakt hier an den Märkten, auch natürlich insbesondere in den USA. Und der S&P 500 zeigt sich hier wieder in Bestform mit den anderen Indizes, obgleich natürlich der Nasdaq hier auch nicht von ungefähr daherkommt. Aber wir haben hier beim S&P 500 eine sehr, sehr spannende Situation. Nachdem ja der Nasdaq 100 schon wieder auf Hochs ausgebrochen ist, ohnehin in der letzten Woche die Technologiewerte mit relativer Stärke unterwegs. Und ja, die Standardwerte tun sich hier noch ein Stück weit schwerer und allen voran auch der S&P 500, denn wir sind hier noch nicht dabei, das Hoch von Mai klar einzustellen. Wir sind jetzt hier viel mehr im Bereich um 2130 Punkten an einem Widerstandsbereich angelangt, den wir auch hier mit der blauen Tendenzlinie eigentlich schon gut auch sozusagen vorausgesehen haben. Es war praktisch fast schon notwendig, ein zwingendes Muss, dass wir dieses Level ansteuern. Und nun wird eben spannend sein, ob wir direkt rausziehen oder ja, uns doch wieder in einen Rückzugsmodus zumindest temporär begeben, denn man darf hier zu Recht auch sagen, ähnlich wie beim DAX, dass hier die Bullen von der Leine sind und ja, die Allzeithochs, die Tops sozusagen noch längst nicht gefunden wurden, obgleich hier diese Situation beim S&P 500 seit dem Frühjahr vielmehr hier dieses zähe Seitwärtspendeln ja zunächst eine gewisse Schwäche doch schon in den Raum stellt, die hier so ein Stück weit Topbildung, diverse Divergenzen. Das sah alles nicht so ganz prall aus. Dann eben auch hier mit Beginn in den Juli hinein diese große Schwäche, diese starke Volatilität nach unten. Aber hier bei 2000, ja, rund 45 Punkten war eben Schluss. Und seitdem sehen wir hier eine breite Entspannung an den Märkten. Jetzt darf man eben sehen und abwarten, wie hier nochmal die Märkte darauf reagieren, wenn denn jetzt die Zinsen dann doch aufgrund ja der Lösungen weltweit, in Anführungszeichen weltweit, im Zuge der Lösung der Griechenland-Problematik, temporäre Lösung wohl bemerkt, da kommt sicherlich noch das eine oder andere hinten dran, zumal es auch andere Staaten mit Problemen gibt. Aber das ist erstmal alles passé. Der Markt feiert hier letztlich einfach die Euphorie, die hier und im Globus schwelgt, obgleich auch die Quartalszahlen nicht so verkehrt waren bislang und auch hier die Erwartungen recht hoch gesteckt sind an diverse Unternehmen und hier sozusagen der starke US-Dollar jetzt gar nicht so ein Störfeuer ausgerichtet hat, wie vielerorts vermutet wurde. Das heißt, wenn natürlich hier die Zahlen auch gut reinkommen und die Ausblicke positiv bleiben, dann sind wir hier noch längst nicht fertig und die Party geht hier zweifelsohne weiter. Der S&P 500 hier, wie gesagt, kurz vorm Ausbruch auf ein neues Allzeithoch und wenn sich dann jetzt, und das wären definitive Grundbedingungen, der Markt dann mal dazu entscheidet, hier oberhalb von 2130 Punkten in diesem Format hier einen Ausbruch zu vollziehen, ein Pullback wäre völlig legitim, dann aber unter starkem Volumen, unter hohem Umsatz, unter auch hoher Trenddynamik weiter rauszuziehen und hier mal einen ganz klaren Ausbruch hinzulegen. Denn hier zuletzt im April, auch hier nochmal Mitte Mai, dann hier der Versuch von Mitte Juni in Anführungszeichen, das waren alles klägliche Luftnummern, die letztlich im Anschluss immer wieder für Rücksetzer sorgten. Das heißt, ein kurzes Allzeithoch wurde hier gedippt. Ja? Danach gab es erstmal eine Korrektur. Allzeithoch gedippt, Korrektur. Hier hat es noch nicht mal gereicht, neues Allzeithoch zu machen. Es folgte eine Korrektur. Jetzt haben wir hier das Widerstandslevel und es wird eben wichtig sein, dass der S&P 500 hier mal sauber drüber rausgeht, sich hier ein Stück weit oberhalb von 2140 sammelt, um dann Pullback eventuell zu machen und dann aber hier weiter Richtung nach oben zu ziehen. Und da wir hier im Nirvana unterwegs sind, kann man sich hier mit Fibonacci-Projektionen behelfen oder aber auch, was völlig legitim ist, man nutzt hier sozusagen Pivotpunkte, ja, der Fingerabdruck des Vortages, wenn man die Perioden auf Tagesbasis sieht oder der Woche oder des Monats. Und wenn wir den Pivotpunkt nehmen, und dann müssten wir auch direkt mal umstellen hier von der JFD Brokers Indikation, sozusagen mal hier nach Chicago und dann haben wir hier 2160 als Resistant Level 2. Ja, und da eine kleine Abweichung von 10 Punkten ist jetzt nicht dramatisch. Grundsätzlich zählt ja der Ausbruch als solcher, aber wenn man hier Projektionen in die Zukunft wirft, um sozusagen mögliche Preisziele abzuleiten, dann lässt sich hier anhand der 24-Stunden-Indikation und deswegen eben der verschobene Wert, der hier praktisch die, ja, 24-Stunden-Session läuft und sozusagen auch durchaus andere Hoch- und Tiefs gebildet werden können und gerade im Hinblick auf den Pivotpunkt hier auf Wochenbasis praktisch der Wochenverlauf, der Fingerabdruck des
letzten Wochenverlaufs hier projiziert auf die aktuelle Handelswoche eben dann andere Auswürfe bringt. Und wenn wir uns aber hier, und das mache ich ja zumeist, um eben auch hier die Overnight-Stimmung, die vorbörsliche Stimmung und dergleichen einzufangen, hier diesen 24-Stunden-Indikationsindex von JFD Brokers hernimmt oder zu Rate zieht, dann lassen sich hier, wenn man die Pivotpunkte anlegt, sozusagen Preisziele im Bereich 2150 und 2171 als nächstes ableiten. Dies für die laufende Handelswoche. Im Sinne dessen, dass eben hier die Vortageshandelswoche sozusagen eine Range bildete, also eine Basis dessen, was praktisch hier der Daily oder besser gesagt den Pivot Point auf Wochenbasis darstellt und dieser dann hier mit Projektion nach oben entsprechend gesegnet ist in Sachen Support Level und Resistance Levels. Und diese sind hier zumeist eben eher im Intraday-Bereich, gerade am Forex-Markt, sehr, sehr beliebt, diese Pivot-Punkte, aber auch hier, um Projektionen für die Zukunft zu finden, durchaus legitim, da wir hier praktisch beim S&P 500 im Nirvana stöchern. Das heißt, wir waren hier noch nie auf diesen Niveaus und es lassen sich schlecht Widerstandslevel-Kursziele ableiten. Was aber eine legitime Aktion ist, ist eben hier einerseits die Pivot-Projektion, andererseits auch hier diese große Range, die wir jetzt letztlich hatten, von 2130 bis 2045 Punkte ungefähr. Das hatten wir unlängst auch schon mal gemacht. Hier praktisch ein Ableitungsniveau zu finden. Und das ist ganz interessant, wenn man praktisch diese Range, diese breite Range über mehrere Wochen, Monate aufgebaut, hier im Sinne des Ausbruchs, sofern er denn jetzt dynamisch kommt, mal nach oben auflegt, dann sehen wir hier tatsächlich auch auf den aktuellen Wochenpivotpunkt bezogen Niveaus von oberhalb 2200 Punkten. Das ist aber natürlich eine Extrementwicklung und das soll nicht heißen, dass das in dieser Woche passiert, aber es wäre ein projektionstechnisches Preisziel. Das wäre schon mal sicher. Nehmen wir mal den Monatpivotpunkt, da sieht es ein bisschen anders aus. Da sehen Sie, man kann mit den Pivotpunkten spielen und möglichst viele Übereinstimmungen suchen. Es gibt auch noch den Jahrespivotpunkt. Da sieht es dann hier alles deutlich anders aus, aber das einfach nur zum Zweck der Maßnahme, hier mal nach oben ein Stück weit in die Zukunft zu schauen. Wenn ich hier primär diese Projektion sehe, die Wochenpivotpunkt aktuell, dann kommt das schon ganz gut hin, dass wir hier, wenn es denn dynamisch nach oben mal rausgeht, und das ist die Grundvoraussetzung hier der S&P 500, eben hier durchaus Niveaus 2150, 2170 Punkten erreichen darf. Rücksetzer jetzt, wenn sie denn kommen, hier ein Abprall, das muss hier bei 2100 Punkten stoppen. Ja, wenn der Markt hier es schafft, nicht wieder nach unten deutlich einzutauchen. Hier diese einst gebrochene Aufwärtstrendlinie, hier dieses Support-Level um 2100, da darf es nicht mehr drunter gehen. Dann hat der Index gute Chancen, von dem tieferen Niveau durchzustarten. Doch aufgrund der aktuellen Dynamik sollte es mal hier einen Ausbruch geben, der nicht mehr zurückführt, sondern eben sich hier oberhalb von 2130 Punkten festigt und dann eben den Index weiter nach oben schiebt. De facto. Bärisch ganz klar, und wir haben saisonal sicherlich hier einigen Gegenwind, das wissen Sie. Wir hatten das jetzt in den letzten Sendungen beleuchtet, deswegen will ich den Chart nicht zwingend nochmal zeigen. Aber wenn wir hier doch scheitern, hier an diesem Level im Bereich 2030 hier nach unten gehen, 2100 wäre noch im Sinne eines Rücklaufs legitim, aber geht es wieder unter die Marke von 2100, dann würde sich hier pronto dieser graue Alternativfall als mögliche Verlaufschance ergeben, erschließen und dann wären hier eben Niveaus bei 2080, dann 2070 und dann in der Folge hier dieses Support-Level um 2045 durchaus denkbar, ist aber derzeit nur Plan B. Insofern Bullriding, schauen wir mal, wie lang die Party hier noch geht. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt erstmal noch einen schönen Restabend, danke fürs Einschalten und morgen gibt es natürlich untertags wieder reichlich Sendungen, seien Sie dabei und insofern einen schönen Restabend, beste Grüße, Ihr Christian Kemmer.